Radiant Garden konnte wieder halbwegs im alten Glanz erstrahlen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Im letzten Part haben wir es geschafft. Wir haben Trons Welt wieder endlich vom MCP befreit. Und Tron hatte dann die Kontrolle über Anselms Computer und hat uns mal gezeigt, wie die Stadt früher ausgesehen hat, zumindest vom Himmel her. Tron hat den Himmel so ein bisschen verzaubert und das vielen Glitzerstückchen vom Himmel, Radiant eben, schimmernde Stückchen. Und na gut, ich kann mich jetzt nicht in Birth by Sleep daran erinnern, dass immer Glitzer vom Himmel fiel, aber hey. Und dann hat Aerith gesagt, früher hieß es nicht Hollow Bastion, sondern eben Radiant Garden. Ihre alte Heimat. Das ist ja eh eine Welt aus Final Fantasy, Radiant Garden und Hollow Bastion oder so. Und ja, da kommen die ja alle her. Und das hat uns halt dann Aerith gesagt, so ja, das war früher halt, so hieß unsere Heimat und bla bla bla. So, wir haben jetzt aber alle 5 verlorenen Seiten von Winnie the Pooh. Und deswegen gehen wir zu Merlin, um Pooh endlich Hallo zu sagen, nach all der langen Zeit. Lange mussten wir die verstreuten Sachen finden, jetzt haben wir sie gefunden. Alles ist wieder beim Alten. Wir hatten so vieles vergessen, euch, die Stadt, aber wir erinnern uns jetzt wieder. Was einem wichtig ist, verschwindet nicht so einfach. Ihr habt die ganze Stadt vergessen? Ob wir uns wohl bald im Radiant Garden Wiederaufbaukomitee umbenennen? Ich kann es kaum erwarten, pass auf, Stadt, hier kommt die großartige Ninja Yuffie. Natürlich. Es gibt Leute, die zu Helden werden, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Verliere also niemals den Mut und dein Mitgefühl für andere, Sora. Natürlich nicht. Die Verteidigungsvorrichtung funktioniert wieder, jetzt wo der MCP außer Gefecht ist. Ich weiß, ihr müsst eure Reise fortsetzen, aber fragt uns jederzeit um Hilfe, okay? Na klar. Hallo Puhmann, lass uns das Buch betreten. This is very nice. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es sind 5 Seiten. Gut, dass ich mich nicht vertan habe. So, wen haben wir da als nächstes? Ich glaube, ist das Rabbits Haus? Oder ist das Ferkels Haus? Ich glaube sogar, es ist Ferkels Haus. Ferkel ist ja der beste Freund von Pooh. Sag mal, was ist denn los, mein Guter? Oh, ich habe nur gerade ein klein wenig nachgedacht. Du solltest lieber von hier verschwinden. Warum? Warum? Na, weil heute Winstag ist. Winstag? Oh, na dann, fröhlichen Winstag. Ich glaube, ich sollte jedem einen fröhlichen Winstag wünschen. Je, aber wer ist jetzt eigentlich jeder? Ob Pooh wohl hier ist? Hilfe! Lasse mich denn wie jemand! Ferkel! Sora, hilf mir, bitte! Halt durch, mein Kleiner! Winstag also. Ferkels Haus. Oh Mann, ey. Fliegt dir erstmal so ein fetter Topf gegen den Kopf, ey. Da müsste er ja eigentlich ein Hirntrauma von haben. So ein Ding ist doch aus Porzellan oder so. Alter, müsste ohnmächtig sein. Was haben wir hier denn? Zack. Schutzengel. Yeah. Du bei der lebten Dei ein Puzzleteil. Du bei der Dei. Abilitamin war ja klar. Und noch eine Truhe. Und noch ein Betriegelstein. Oh yeah, yeah. Auf diesem kleinen Briefkasten steht Ferkel. Warum wohnt Ferkel eigentlich in so einem riesigen Baum? Was steht da? Das muss der Name von Ferkels Opas sein. Trespassers Will? Aha. Ja. Helfen wir mal, Ferkel. So, wieder in Sicherheit. Oh, danke dir, Sora. Oh, da kommt ja Pooh. Hallo. Pooh, dir fehlt nichts. Oh, hallo, schön euch kennenzulernen. Fröhlichen Winstag. Schön, uns kennenzulernen, aber Pooh, ich bin's, Ferkel. Erinnerst du dich nicht an mich? Und an mich auch nicht, wir sind Freunde. Sind wir das? Ich kann mich irgendwie nicht erinnern.
Oh, puh, das ist jetzt aber sehr traurig. Ja. Oh, er ist depressiv. Huch! Wiedersehen, Sora! Wiedersehen, Puh! Ferkel! Hui, das sieht nach viel Spaß aus, was, wer immer du bist. Eine wahrlich missliche Lage, würde ich sagen. Sora, würdest du etwas ausmachen, den armen Ferkel darauf zurückzuholen? Ja, würde es. Eine stürmische Rettung. Rette Ferkel, bevor die Zeit abläuft. Wenn Puh herunterfällt, drücke Dreieck, um ihn wieder zu packen. Habe dabei ein Auge auf die Uhr. Drücke X, um an wieder Objekte wegzuschnappen. Okay, das kriege ich wohl hin. Du, mit einem Ballon immer mal. Ein Ballon reicht natürlich. Oh nee. Ich habe gerade mächtig abgeblickt, Mann. Ich hab gebläht, so richtig mächtig. Voll gebläht, Mann, richtig abgeschissen, yeah. Verdammt, Mann, Puh. Was soll die Scheiße? Bleib bei mir, Mann, bleib bei mir. Dann passiert dir nichts. Ja, ja. Auf einmal, ja, natürlich so, wut. Ganz plötzlich. Was bist du denn, Mann? Was? Alter, guckst du dir an. Warte. Und BÄM! Es ist ein Wirbelwind, voll zersplitt. Alter, ich mach mich fertig. Was? Oh, da ist ja noch was drin. Oh mein Gott. Was? Nicht alle, aber immerhin viele. Du sagst es. Warum fliegen überhaupt Baumstämme durch die Gegend? Ching! Yeah. Und die Bambilei. Wo ist denn überhaupt Ferkel? Oh mein Gott. Wappen neben du. Oh, hi, Bam! Zerstört man! Ich hab dich! Spring runter, Ferkel! Ich fang dich auf! Du große Güte! Du schaffst das, Ferkel, ganz bestimmt! Du musst jetzt Mut beweisen! Sora! In Ordnung, Sora! Ich versuch's! Das war ganz schön beängstigend. Dir ist doch nichts passiert, Ferkel. Oh, Puh, dir ist wieder eingefallen, wie ich heiße. Dir ist es wirklich wieder eingefallen? Natürlich, Ferkel. Aber heute nenne ich dich wohl besser mein Freund Ferkel, der sehr mutig ist. Ich? Und mutig? Aber es ist leicht, mutig zu sein, wenn man einen so lieben Freund wie dich hat, Puh. Ich freue mich riesig für euch. Oh, und danke, dass du meinen Freund Ferkel gerettet hast, wer immer du bist. Oh, schon gut. Gern geschehen. Magic. Oh, das sieht nach Rabbit aus. Wir haben also immer noch kein Glück gehabt. Puh erinnert sich wenigstens an Ferkel, aber nicht an uns. Wir gehen mal kurz zu Puhs Haus, weil dort ein Puzzleteil war. Was ich doch, glaube ich, jetzt erreichen könnte. Vielleicht, wenn ich Glück hab, Mann. Das Rumfliegen letztes Mal war super, wer immer du bist. Aber ich erinnere mich schon einmal, einen Ballon herumgeflogen zu sein. Ja, war das nicht in Teil 1? Yeah, Morgenrauen. Bing, bing, bong, bing, bing, bong, bong, bing, bong. Du, 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 du. Ach, die alte Puhmucke. Ups. Sorry, das wollte ich nicht. Du, ba, du, du, da, di, 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 dai. So,
auf zu Rebito. An dem er sich vermutlich auch nicht erinnert. Du liebe Güte! Los! Ia, puh! Alles in Ordnung? Das ist echt schade, Ia. Die ganze Arbeit umsonst. Was soll's? Es wäre so oder so wohl eingestürzt. Wir helfen dir, dein Haus zu reparieren, Ia. Oh, guten Tag, Ferkel. Danke für das Angebot, aber ich möchte euch nicht den guten Tag verderben. Hallo, Ferkel. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Puh, das ist Ia. Du kennst Ia doch, oder? Tu ich das? Was ist denn bloß mit ihm los? Mir kommt da eine Idee. So wie Puhs Bäuchlein klobt, ist er vielleicht vor lauter Hunger vergesslich geworden. Wenn wir ihm Honig bringen, fällt ihm sicher wieder alles ein. Ich denke, ein Versuch ist es wert. Könnte klappen, aber eher wohl nicht. Zuerst müssen wir Honig finden. Also, falls ihr Honig sucht, da wisst ich Rat. Kommt mit. Oh Mann, ihr immer Dauerdepri. Da haben wir schon mal wieder eine Schatztruhe. Okay. Okay, Klong. Mit einem Charmeurring zieht die Kugeln herum um einen allen. An, ist ja klar, was das da macht. Tju, was haben wir hier? Wäsche ist zum Trocknen aufgehangen. Aufgehängt. Warum überhaupt? Die tragen doch alle gar keine Wäsche. Naja, gut. Ruh trägt ein kleines T-Shirtchen oder so, aber... Ja, und Puh halt auch, aber... Rabbit trägt nichts. Tigger trägt nichts. Ia trägt nichts. Warum sind die dann Socken und so aufgegangen? Also keiner trägt von den Socken. Ganz komisch, Mann. Oh, guck mal, Rabbit züchtet eine Truhe. Mit Abilitamin. Hier steht wohl Kürbisse. Meinst du das? Banginse. Wieder die Japaner-Scheiße. Oh, Morgengrauen. Hier sollte wohl Weiß... was? Hier wollte er wohl Weißkohl schreiben. Gabige. Ist das nicht Salat und kein Weißkohl? Na egal. Hier sollte wohl Karotten stehen. Gerinz! Oh Mann. Dieser Rabbit hat keinen Plan von nichts. Auf dem Briefkasten steht Rabbit. Na gut. Wunderbar. Einfach wunderbar. So, diesen Ort meinte ich. Wow, sieh mal einer an. Da freut sich mein Bäuchlein aber. Aber gehört der Honig nicht irgendwem? Oh nein! Und ich frage mich ganz ehrlich, was will ein Hase überhaupt mit Honig? Mein Honig. Alter, wie fett jetzt Puh ist. Puh, hast du etwa all meinen Honig gegessen? Oh, hallo, schön, dich kennenzulernen. Was hast du gesagt? Ist der auch für mich? Nimmt er sich einfach, Und ich war mir so sicher, einen sicheren Platz dafür gefunden zu haben. Entschuldige, das ist unsere Schuld. Wir haben Puh mit hierher gebracht. Oh, hallo Sora, schön dich wiederzusehen. Ich freue mich auch und die Sache tut uns echt sehr leid.
Ach, ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass Pooh nicht mehr zu halten ist, wenn er erst einmal so hungrig ist. Schon leer? Wow. Entschuldige, wer immer du bist. Gibt es vielleicht noch mehr? Geht es dir auch gut, Pooh? Kann es wirklich sein, dass du mich ganz und gar vergessen hast? Was um alles in der Welt ist hier nur los? Gibt es noch mehr Honig? Mein Bäuchlein knurrt nämlich, müsst ihr wissen. Er rumpelt und pumpelt. Das muss es sein. Er ist so hungrig, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Kann man durch Hunger echt Amnesie erleiden? Das denken wir auch. Dann lasst uns diesen Bären mal ordentlich Honig auftischen. Ich würde mir nicht zu viel davon versprechen. Aber ich dachte, Boo hat schon all dein Honig gegessen, Rabbit. Der hat voll den fetten Bierbauch, Rabbit, fällt mir jetzt gerade auf. Guckt euch mal diese Wampe an. Ich habe noch mehr. Notration für den Fall der Fälle, aber ich habe sie zu gut versteckt. So, dass du sie selbst nicht mehr findest. Honigrutschfahrt. Achte auf Hindernisse auf deinem Weg. Drücke Dreieck, um nach einem Zusammenstoß um Pooh zu retten, oder Pooh verliert weitere Versuche. Drücke und halte Quadrat, um schnell nach links und rechts auszuweichen. Das Spiel ist aus, weil Pooh keine Versuche mehr hat. Gopher wird Sora einmal bei einem Hindernis helfen. Ach ja, der Maulwurf Gopher, oder wie der heißt. Was zum Teufel? Es ist so viel Honig, yummy Honig, yummy Honig, lecker, yum yum nom nom nom, nom 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 nom. Ich kann nichts sehen, Honigtöpfe, Honigtöpfe in Punkteform. 10 Versuche noch. Whee! In die Sonne. What the fuck? Wie geil. Einfach aus dem Buch rausgeflogen. Das ist, das finde ich sehr geil. Muss ich schon zugeben. Du, 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 du. Und da fliegen die Buchstaben durch die Gegend. Du, 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 du. Wow. Ausweichen. Zur Seite. Okay. Alles klar. Hi, Gopher. Ich habe dich leider nicht getroffen. Oh mein Gott, nein. Das ist der Gopher. Scheiße, Puhmann. Ausgewichen. Oh nein, nicht schon wieder, Mann. Oh, fuck. Na, 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 na. Und es ist jetzt Nacht. Oh nein, wo bin ich denn hier? Ein Eisberg? Oh mein Gott. Hilfe. Oh, nach links. Okay. Nach rechts, okay. Klo. Den nehme ich. Wah, wah, wah. Ah, wie soll man den so schnell ausweichen? Ach so, ja, stimmt, Quadrat. Da war ja was. Wie geht das denn, Mann? Wir rollen die ganze Zeit auf dem scheiß Honigtopf, ey. Wow, voll aufgesaugt. Blom. Das ist eigentlich mega cool gemacht. Wow, na toll. Na toll. Ich nehme ich mir. Oh je, immer der mit seinen Pfeifen. Es ist so schnell. Was stand dem? Wait, you stop? So, Pooh, iss nur so viel du willst. Vielen Dank. Entschuldige, lieber, wer immer du bist, aber weißt du vielleicht, wo ich noch ein oder zwei Häppchen Honig finde? Mein Näschen sagt mir, dass da drin noch ganz viel Honig ist. Oh je, ich stecke fest. Ach, er erinnert sich noch immer nicht. Was ist denn bloß los mit dem armen Pooh? Egal, was los ist. Pooh hat jetzt andere Sorgen. Ja, ziehen wir ihn schnell raus. Verflixt und zugenäht. 1, 2, 3. Das wäre geschafft, Pooh. Das schon, aber das eigentliche Problem besteht noch. Er weiß nicht, wer ich bin. Das ist ganz und gar nicht gut. Vielleicht liegt's an dem stürmischen Wind heute. Oder vielleicht braucht er noch mehr Honig. Oder er schlafwandelt nur und träumt. Also, wenn ich träume, was durchaus sein kann, bin ich hoffentlich bald an der Stelle, an der du mich wie sonst immer zum Mittagessen einlädst, Rabbit.
Ganz richtig. Du kommst ja immer so gern zum Mittagessen vorbei. Moment, Pooh. Du hast mich ja Rabbit genannt. So heißt du ja auch, Rabbit. Und was ist mit Ia? Erinnerst du dich auch an Ia, Pooh? Oh, hallo, Ia. Wie wundervoll, dass du auch da bist. Danke, dass du bemerkt hast, Pooh. Und ein Hallo auch an dich, wer immer du bist. Zumindest erinnerst du dich jetzt an Ia und Rabbit. Immerhin. Yay! Wessen Haus ist das denn? Ist das Tiggers Haus oder das von... Ah nee, das wird das von Kenga und Ru sein, weil da zwei Briefkästen sind. Ah, I see what you did there. Ja, mein lieben Freund, ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Part. Und im nächsten Part werden wir garantiert das Buch von Pooh beenden und hoffentlich wird er sich irgendwann mal an uns wieder erinnern. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüsselchen.